Waltersdorf in der Oberlausitz. Peter Kunze denkt an nichts Besonderes, als er erstmals diesen Dachboden hinaufsteigt. Damals ahnt es der Volksmusikstar nicht. Aber gleich wird er ein Stück Filmgeschichte in den Händen halten. Das Haus, das er gerade ausbaut, ist Teil einer DEFA-Filmlegende. Agnes, was sagst du dazu? Dieses Schild hat das Filmteam offenbar am Drehort vergessen. Rat der Gemeinde Krumbach. So heißt Waltersdorf in diesem Filmklassiker, den auch heute noch jeder kennt. Hier, Schwester Agnes. Hast du auch fleißige Sachen? Die ganze Pulle voll Pisse. Junge, das heißt Urin. Warum steht hier Rat der Gemeinde Krumbach? Ich hatte das überhaupt nicht auf der Uhr, dass das ja aus dem Film stammt. Es ist eigentlich erst später gekommen, als ich das erzählt habe, dass wir dieses Schild gefunden haben. Und dann hieß es, das ist doch das Schild aus dem Film mit Agnes Kraus. In Waltersdorf ist sie durch diese Straßen gefahren. Gemeindeschwester Agnes hat die Herzen eines Millionenpublikums erobert. Doch was die Zuschauer nicht ahnen, ausgerechnet Schwalbe fahren, gehört nicht zu den Stärken der Schauspielerin mit dem Namen Irmgard Agnes Friederike Krause. Zum Glück gibt es damals fleißige und willige Helfer in Waltersdorf. Mehr als 40 Jahre liegt dieser Filmzauber nun schon zurück. Damals stehen Waltersdorf und viele umliegende Dörfer plötzlich im Rampenlicht. Das hätten sich die Einwohner niemals träumen lassen. Ausgerechnet im südöstlichsten Zipfel der Republik bauen Beleuchter Scheinwerfer auf. Stars schlendern durch die Straßen, als wäre es das Normalste auf der Welt. Die vielen gut erhaltenen Umgebindehäuser, dieser unverwechselbare und zeitlose Charme inmitten des Zittauer Gebirges, all das eignet sich perfekt als Kulisse für den Filmklassiker. Das Fernsehen? Das Fernsehen? Die waren doch noch nie hier. Im August 1974 kommen sie dann. Bis zu 200 DEFA-Mitarbeiter sind täglich vor Ort. 4 Wochen lang wird gedreht. Im benachbarten Jonsdorf treffen wir einen Mann, der jeden Drehtag miterlebt hat. Als Abschnittsbevollmächtigter ist Horst Heller an allen Drehorten mit dabei. Nicht um als Polizist aufzupassen, sondern um zu helfen, als Mädchen für alles. So, man hat das jetzt nicht so verbissen gesehen, man hat das ein bisschen locker gesehen und es hat auch jetzt Spaß gemacht. Das muss ich sagen, mit der Crew von der DEFA, mit dem technischen Personal, Aufnahmeleitung und so, war ein wunderbares Zusammenarbeiten. Zu Beginn der Dreharbeiten bekommt er von Regisseur Otto Holub einen Spezialauftrag. Er soll der Hauptdarstellerin Schwalbefahren beibringen. Ich habe dort lange mit ihr versucht zu trainieren. Und die Kollegen von der DEFA, die haben immer gesagt, wo nimmst denn du die Geduld her, dass du das, die sagt, also bei mir werden schon lange verzweifelt. Da haben wir an das Moped schon Stützräder dran gemacht, aber es war absolut nicht möglich. Die Frau hatte keinen Gleichgewichtssinn. An der Kreuzung ist ein Gasthof, die haben ein Telefon. Es waren Stunden, bis ich dann auch verzweifelt bin und habe gesagt, nee, es ist nicht. Sie sah das ein bisschen locker,
So, aber eben noch dem Motto, ich bring's sowieso nicht, es hat keinen Sinn, lass mal das sein. Schließlich wird Schwester Agnes samt Schwalbe auf einem Hänger durch den Ort gezogen. Wie es mit Hilfe der findigen Oberlausitzer gelingt, diese rasanten Aufnahmen zu drehen, werden sie uns noch verraten. Gut 40 Jahre nach der letzten Klappe machen hier nach wie vor viele Geschichten von den Dreharbeiten die Runde. Die Volksmusikstars Katrin und Peter sind seit 15 Jahren hier. Der ganz besondere Reiz dieses Dorfes hat sie hierher gelockt. Genau, hallo. Mehr als 200 denkmalgeschützte Umgebindehäuser, liebevoll restauriert. Ein ganz besonderes Ensemble, zum einen Teil aus Holz und zum anderen aus Stein. Also diese Frage wird sehr oft gestellt, warum ist ein Teil aus Holz und ein Teil aus Stein, meist aus Feldstein gebaut. Man hat damals das genommen, was man gefunden hat, nämlich Feldsteine und Holz. Und in einem Teil wurde gelebt und gewohnt, und das war der Holzteil, weil das Holz atmet schön. Und in dem Steinteil war meistens dann der Stall oder das Waschhaus. Sie haben sich hier eingelebt. Auf ihren Spaziergängen sind Katrin und Peter schnell unter Leuten. Sobald man sich hier ein bisschen umhört, erwachen sie auch schnell wieder. Die Erinnerungen an den August 1974. Als ein Hauch von Hollywood durch Waltersdorf und die umliegenden Dörfer weht. Habt ihr die Dreharbeiten beobachtet, oder? Na ja, das sind wir ein bisschen weit weg gewesen. Ja. Aber die, die oben gewohnt haben, die haben immer viel mitgekriegt. Dass die Agnes auf dem Moped geschoben wurde, weil sie nicht Moped fahren konnte. Genau. Also das ist euch nicht verborgen geblieben. Auf den ersten Blick hat sich Waltersdorf gar nicht so sehr verändert. In den Straßen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Viele Drehorte von damals erkennt man heute noch wieder. Im Quirlehäusel befindet sich damals der Konsum. Der neueste Klatsch und Tratsch macht hier die Runde. Die Innenaufnahmen werden aber im Studio gedreht. Ihr Wurstsortiment ist sogar größer wie bei uns in Leipzig. Freut mich zu hören, meine Dame. Macht 2,39 Mark. Sie können gleich bei mir bezahlen. Oh, alles sehr praktisch eingerichtet. Wirklich. Gleich gegenüber vom Konsum befindet sich im Film das Gemeindehaus. Ich laus darf. Steht der Punkt vor mir. Entfernung, ob ihr mir es glaubt oder nicht. Keine 10 Schritte. Damals wohnt Helmut Lange in diesem Haus. Der 89-Jährige ist ein echtes Urgestein in Waltersdorf. Also gebaut ist es 1838 ist es gebaut. Und das ist von meinem Vorfahren gebaut. Und wurde dann immer weiter vererbt. Und wie gesagt, bis 1990 habe ich in Benhausen gewohnt, also 65 Jahre. Fenster mit Blumenkästen, ja. Und wenn das hier so blühte, also das war spitze. Sie befindet sich auf dem Wege der Besserung. Vorne hatten sie dann ein Plakat aufgestellt, wo dann der Aushang war von der Gemeinde. Ne? Da haben die immer ein Drehbuch gearbeitet und immer Anweisungen gegeben, was sie jetzt zu machen haben und das. Und die Schwester Agnes, die kam immer, habt ihr einen Kaffee? Und dann hat sie gesagt, ach Gott, mir fehlt der Unterrock. Habt ihr einen Unterrock? Und da hat meine Mutter noch einen Unterrock dazugeholt. Und dann hat sie dann angezogen.
Hier oben, auf dem Sängerhügel, braucht dann ausnahmsweise Schwester Agnes einmal Trost. Der Tod eines kleinen Jungen trifft sie schwer. Ja, manchmal möchte ich meinen Beruf an Nagel hängen. Ich bin wieder so weit. Ach, die brauchen dich doch da unten, Agnes. Und wie sie auf dich warten. Nicht nur die Kranken. Auch hier im benachbarten Jonsdorf und weiteren umliegenden Dörfern wurde gedreht. Das hier ist das Haus, in dem Agnes Kraus damals wohnt. Viele Szenen werden hier gedreht. Der Eingangsbereich ist eine DEFA-Konstruktion, die der Hausbesitzer bis heute beibehielt. Und an den Fenstern hat es im Film ganz schön geknistert. Übrigens, was machen deine Kopfschmerzen? Hä? Ah, besser. Die Tablette wirkt. Siehst du, was man sich nicht alles einbilden kann. Im Garten hinter dem Haus hat die DEFA damals noch angebaut. Das lässt mir keine Ruhe. Bist du auch ganz sicher? Mir ist oft so mies. Naja, wie damals, als Carsten unterwegs war. Und was ist mit der Rehe? Schon das zweite Mal nicht. Für Agnes Kraus ist dieses Haus allerdings noch viel mehr als eine Kulisse. Nach Drehschluss ist dies auch die Unterkunft der Schauspielerin Agnes Kraus. Anstelle eines komfortablen Hotelzimmers entscheidet sie sich für diese Unterkunft. Für die Bewohner unvergesslich. Einen Monat lang leben sie plötzlich in einer WG mit der Hauptdarstellerin Agnes Kraus. Jens Steffensen ist damals 10. Er erlebt Agnes Kraus als eine Frau mit ausgeprägter Tierliebe. Sobald die Katze jetzt auf sie zukam, wurde sogar eine Filmszene unterbrochen. Und ja, das Katze, das war eben für sie das Große. Die war hier draußen auch im Garten. Hat hier draußen auch dann mit Kaffee getrunken und Garten mit Blumen und so weiter hat sie sich sehr intensiv beschäftigt, auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und das war damals schon ein Highlight. Wegen Erkrankung keine Sprechstunde. Vertretung Schwester Gerda in Waldstedt. So ein Pech, wie kommt man dahin? Mit dem Bus. 4 Stationen. Ursula Stark spielt damals die Leipziger Touristin. Nach 41 Jahren sieht sie diese Szenen zum ersten Mal wieder. Ich halb nackt? Ist ja auch was Neues von mir. Aber nicht das Geheimnis dieses Filmerfolges. Das war eine saubere Sache. Da war nicht so viel Verschnörkelung und Agnes war natürlich eine Figur, die hatte eine Ausstrahlung und war mütterlich. Und auch wenn sie manchmal so Rabautstöne drauf hatte, also in der Rolle meine ich jetzt. Das nächste Mannequins habe Strahlung. Was fehlt denn unsere kleine Jacqueline? Sie hat sich eine Glasperle in die Nase gesteckt. Da gucke ich gleich mal nach. Oh, danke schön. Und Sie, was haben Sie? Ach, ein blödsinniges Pech. Wie ich mir vorne Bämme abschneiden will, auf einmal macht das Messer Ratsch. Ekelhaft, wirklich. Ursula Stark erlebt Agnes Kraus hinter vielen Filmkulissen auch privat. Sie war im Leben auch sehr mütterlich. Also sie war nicht so offen. Ja, ich bin jetzt Künstlerin und kommt mal an meine Brust oder so. Nein, sie hat immer gesagt, was sie gedacht hat. Ob sie damit angeeckt ist, interessierte sie nicht. Also sie hatte einen tollen Charakter, fand ich. Das sind so meine Kranken. Die brauchen wir wenigstens. Hör mal. Hier ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Agnes, jetzt setzt du dich ins Unrecht. So was Selbstherrliches, Kurzsichtiges.
Und nun auch noch disziplinlos. Udo, neue Besen kehren gut, aber einmal verlieren sie auch die Haare. Agnes Kraus. Agnes Kraus ist 60 Jahre alt, als sie zum Fernsehstar wird. 8-mal wählen sie die Zuschauer zum Fernsehliebling. Auch als Krankenschwester in Aber Doktor besticht sie, liebevoll, schrullig mit Herz und Schnauze. In Schwester Agnes, Dollys Familienalbum, Hände hoch oder ich schieße, startet die Seniorin noch mal so richtig durch. Ende der 20er beginnt ihre Schauspielkarriere an Berliner Theatern. Es ist die andere, die ernste Welt der Agnes Kraus. Ich kam im Leben nicht so ganz zurecht. Das war alles sehr schwierig und ich hatte ein bisschen Scheu und Angst vorm Leben. Aber Sehnsucht, ich wollte dabei sein und nah dran sein. Und da dachte ich, wenn ich am Theater bin, dann kann ich diese Dinge alle spielen, die ich vielleicht nicht erlebe. Es dauert, bis sie den Reiz leichter Episoden für sich entdeckt. Zu spät ist es aber noch lange nicht. Als sie auf der Schwalbe durch Waltersdorf gezogen wird, ist sie 63 und hat noch viele Rollen vor sich. Bis heute hat Schwester Agnes einen festen Platz im Fernsehprogramm. Zu gern erinnern sich die Zuschauer an sie zurück. Ganz besonders die Menschen in Waltersdorf und Umgebung. Katrin und Peter haben den Film Schwester Agnes schon mehrfach gesehen. Im Dorf erzählt man sich bis heute von den Dreharbeiten. Um möglichst viele Erinnerungen zusammenzutragen, haben sich die beiden mit Zeitzeugen im Quirler Haus zum Stammtisch verabredet. Der Einladung von Katrin und Peter folgen Anwohner aus Waltersdorf und Jonsdorf. Als Einheimische sehen sie den Film mit anderen Augen als normale Zuschauer. Sie wissen ganz genau, wann und wo die Regie getrickst hat. Schon in Szene Nummer 1. Jetzt kommt sie, das ist. Hält sich die DEFA nicht an die tatsächliche Straßenführung von Waltersdorf. Das jetzt geht's um die Kurve rein, hier. Ja, genau, oder? Hier, Schenke, die Kurve rum. Pass mal auf, jetzt kommt die kleine Kurve wieder zurückgebrochen. Ja, ja. Die Kurve wieder retour. Das ist ein gar nicht so bewusst geworden. Dann hat Joachim Seibt seinen großen Auftritt. Bei diesen rasanten Fahrbildern steuert er anstelle von Agnes Kraus die Schwalbe. Da hat man mich gefragt, warst du bereit, würden Sie das machen? Ja, und ich mich besah, hatte ich auch schon die Strumpfhosen an und die Perücke auf. Nur Zuschauer, die ganz genau hinsehen, merken, hier sitzt nicht Agnes Kraus auf der Schwalbe. Achim, du hättest hier müssen die Beine rasieren. Nein, das auch gleich. Das ist das Einzige, aber die Beine wurden vorneweg ausgemessen bei der Frau Kraus und bei mir. Und die hat genau 1 Zentimeter kleinere Waden als ich. Kurz nach Achim Seibt ist dann Matthias Weiß an der Reihe. Das bin ich, ja. Das war ich. Die DEFA-Leute kamen damals zu uns in die Schule und gingen von Klasse zu Klasse und haben sich die Kinder sozusagen ausgesucht, wer geeignet war und wer den Vorstellungen so entsprach. Und dann wurde man eingeladen, wurde erstmal eine Probeszene gemacht, ob sie überhaupt. Dann wurde noch einmal ausgewählt und dann stand fest, hier die 3 Mann nehmen wir. Und so sind wir dann dazugekommen. Umsonst ist diese Schauspielkunst nicht.
Du musst mich noch fragen. Ja, wieso? Nein. Hast du noch einen Beleg? Euch ist eine Wendung. Nee. Ja, das ja. kenne ich. Das kenne ich. Das 40 haben wir. Euro. Ey. Ja, du hast ja Euro. Euro. Was ein richtiger Buchhalter ist. DDR-Mark. Für seine Stuntrolle auf der Schwalbe bekommt Joachim Seibt 40. Für einen einfachen Komparsen gibt es 20 DDR-Mark pro Tag. Bar auf die Hand. Ich habe doch das erste Mal so viel Geld gesehen. Der hatte ja diese kleine Kassette und das war aber total voller Geld. Da habe ich dann gefragt, wie viel hast du hier drin? Und sagt er 100.000. 100.000, das war ja für uns ein unwahrscheinlicher Betrag. Also das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. In ewiger Erinnerung wird auch diese Szene bleiben. Hier greift der Bürgermeister nach ganz besonderen Filmäpfeln. Warum kommst du? Warum wohl? Wie im Vorhin. So, na ja, und dass wir hier die Äpfel mit Draht auf den Baum gehangen wurden. Die Äpfel auf einen Walnussbaum, muss ich dazu sagen. Aber das fällt ja keiner auf. Das ist mir nicht aufgefallen. Nach mindestens 10 Versuchen ist die Szene im Kasten. Jedes Mal müssen die gepflückten Äpfel neu am Walnussbaum verdrahtet werden. Im Film kommt es hier einmal mehr zum Knatsch zwischen der Gemeindeschwester und dem Bürgermeister. In prinzipiellen Fragen. Wenn die Katja Lena keine Wohnung kriegt, dann lässt sie die Schwangerschaft unterbrechen. Ach, du lässt dich da Gladbeck erpressen. Nee, ich verstehe die Katja. Agnes. Kümmert sich um alles. War das vielleicht typisch für Gemeindeschwestern damals? Die letzte Gemeindeschwester aus Waltersdorf kann uns das am ehesten verraten. Sag mal, Birgit, wenn du jetzt den Film siehst und deine Arbeit damals als Gemeindeschwester siehst, ist das authentisch, was sie da gespielt hat, die Agnes, oder ist es sehr, sehr weit hergeholt? Manches ist sehr weit geholt. Also über Beziehungsprobleme und sowas, da haben wir uns nicht gekümmert. Und hast du auch Knatsch mit dem Bürgermeister gehabt? Nee, muss ich sagen, habe ich nicht gehabt. Als Dienstfahrzeug hätte auch der Gemeindeschwester Birgit aus Waltersdorf eine Schwalbe zugestanden. Doch da hatte sie ein ähnliches Problem wie die Schauspielerin Agnes Kraus. Und ich hatte auch das Problem mit Mopedfahren. Ich hatte keine Fahrerlaubnis. Du musst es trotzdem und fahren. Ich bin aber dann mit meinem Fahrrad gefahren. Warum den Moped gefahren? Nee, ich hatte Angst. Hast du ein bisschen Angst? Ich hatte auch Angst. Das haben die Gemeindeschwestern so an sich, oder? Ja. Auf der Schwalbe rauscht damals nur Schwester Agnes durch Waltersdorf. Schwalbe fahren war eben auch eine reale Herausforderung. Unvergessen sind die Bilder, wie Schwester Agnes hier durch Waltersdorf schwebt. Gut 40 Jahre nach der großen Fernsehpremiere flimmert dieser Kultfilm bis heute immer wieder über die Bildschirme. Doch nicht nur im Fernsehen, sondern auch im realen Alltag ist der Name von Schwester Agnes allgegenwärtig. Auch wenn die Gemeindeschwester in Waltersdorf aktuell Thomas heißt. Schwester Thomas wird Thomas Giebel von seinen Kollegen liebevoll genannt. Jeden Montag und Mittwoch ist der gelernte Rettungsassistent in Waltersdorf auf Hausbesuch. Fast so wie einst Schwester Agnes in Krumbach, das im wahren Leben Waltersdorf heißt. Ich darf zwar mich nicht als Schwester bezeichnen, weil ich als Beruf Rettungsassistent bin oder gewesen war. Für fast 23 Jahre, also 23 Jahre auf alle Fälle. Die Arbeit macht mir jetzt auch sehr viel Spaß. Die Leute haben das Gefühl, wenn ich bei ihnen vorbeischaue zum Hausbesuch, dass jemand auch nach ihnen schaut. Bleib doch noch, Agnes. Trink wenigstens den Kaffee. Bitte. Ich hab doch so gar niemanden. Man möchte doch mal mit den Menschen reden können. Die wollen ja auch mal mit jemandem sprechen, sag ich mal, nicht bloß über die Medizin. Es kommen auch private Sachen dann ins Gespräch oder halt auch Politik oder andere Sachen. Und die Worte muss man halt auch dann mal finden während des Hausbesuches. Sein Chef, der Allgemeinmediziner Günther Krause,
möchte diese Unterstützung nicht mehr missen. Das hat sich gut bewährt. Sie sind inzwischen eingespielt mit regelmäßigen Hausbesuchstouren zu den entsprechenden Leuten. Die wissen, dass er kommt. Für die ist das auch wichtig. Die freuen sich, dass sie sagen, dann ist es wieder soweit. Dafür fehlt dem Landarzt einfach die Zeit. Bei Patienten wie Johannes Walter schaut Schwester Thomas nach dem Rechten, fragt nach dem Wohlbefinden, misst Blutdruck und redet einfach ein wenig mit ihm. Wie gesagt, fast so wie Schwester Agnes. Wegen des Ärztemangels auf dem Lande gibt es unterschiedliche Modellversuche mit dem Namen Agnes. Unsere Gesundheitsexperten laufen dabei der Wortfindung zur Höchstform auf. In Leipzig steht Agnes für aktivierende Gesundheitsförderung durch nachbarschaftliches Engagement im Stadtteil Leipziger Osten. In Brandenburg verbirgt sich hinter Agnes arztentlastende medizinische Fachangestellte zur Gewährleistung einer nachhaltigen, effizienten Patientenbetreuung mit Spezialausbildung im Fallmanagement. Noch kreativer ist man in Greifswald. Arztentlastende, gemeindenahe, e-Health-gestützte, systemische Intervention. Schwester Thomas nutzt das alles herzlich wenig. Als Rettungsassistent genügen ihm noch nicht einmal 23 Jahre Berufserfahrung, um in einem dieser Programme gefördert zu werden. Mit meiner Ausbildung als Rettungsassistent habe ich im Prinzip noch keine Zulassung bekommen, um diesen Lehrgang durchzuführen, um dann qualifizierter hier im Ort oder in Heinewalde oder Gorschenau diese Hausbesuche durchzuführen. Jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr. Das geht dem Chef von Schwester Thomas ganz genauso. Gerade wenn es ja in erster Linie darum geht, dass er sich dort bei Patienten, die mir schon vorgestellt wurden oder die ich schon besucht habe, sich über die Entwicklung des Gesundheitszustandes informieren soll. Blutdruck messen, nach Schmerzen befragen und dergleichen. Sollte eigentlich dem Rettungsassistenten schon zuzutrauen sein, aber dort drehen die Mühlen eben langsam. Agnes, bei dieser Entscheidung dürfen Sie ihr nicht reinreden. Reinreden? Ich? Nee, Herr Doktor. Aber vernünftig reden, das darf ich doch wohl noch. Wie im Film gibt's auch hier ein Happy End. Obwohl Dr. Krause für Thomas keine Fördermittel bekommt, hält er an seinem Rettungsassistenten fest. Schwester Thomas bleibt in Waltersdorf, so wie Schwester Agnes damals am Ende des Films. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich übernehme Ihre Zweiraumwohnung. Richtig. Und ich ziehe zu dir. Na, das Ei des Kolumbus. Ich gratuliere. Auch ich wünsche euch viel Glück. Na, merkt ihr beten denn nicht, dass hier noch einer privatet und dienstlich ist in den Topfwerk wird? Dass zum Nutzen der Gemeinde ist, finde ich es hervorragend. Du aller Fuchs, du. Wahrscheinlich wünschen sich heute viele eine so engagierte und fürsorgliche Gemeindeschwester, wie sie von Agnes Kraus grandios gespielt wurde. Vielleicht erinnern wir uns darum so gern an sie zurück. Mit Sicherheit bleibt sie auch in Zukunft unvergessen. Nicht nur hier, in Waltersdorf. Du hast dein Herz. Dein Herz im Tresor und ich steh davor, denn mir fehlt der Schlüssel dazu. Du hast dein Herz im Tresor. Du, der sieht wirklich nett aus. Nicht vor. Den Schlüssel hast du. Du hast dein Herz im Tresor.